Herzlich willkommen zu den 33. Universitätsforen. Eigentlich hätte ich Sie wie in jedem Jahr gerne hier in unserer Sparkasse begrüßt. In diesem Jahr ist alles anders, leider, leider, leider. Dabei ist die Veränderung ein gutes Stichwort für unsere Universitätsforen. Der Blick auf die lange, lange Liste der Themen zeigt: Seit unseren ersten Mörser-Universitätswochen im Jahr 1988 ging es immer um die Frage, was erwartet uns in der Zukunft? Das ist natürlich auch diesmal so. Und wir freuen uns sehr auf den Vortrag von Frau Professorin Ellen Enkel vom Lehrstuhl für allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Mobilität an der Universität Duisburg-Essen. Sie wird dann fragen, was macht Unternehmen in Zeiten der Digitalisierung erfolgreich? Wie sieht die Mobilität von morgen aus? Und welches sind die wichtigsten Trends? Als eine besonders digitale Sparkasse sind wir sehr gespannt, ob wir aus Sicht von Forschung und Entwicklung auf dem richtigen Weg sind. Im Zuge der Corona-Pandemie hat sich gerade in der Digitalisierung vieles beschleunigt. Zugleich mussten wir aber auch lernen, wie wir ganz analog damit umgehen, dass unsere Kundinnen und Kunden uns selbstverständlich uneingeschränkt in unseren Geschäftsstellen persönlich ansprechen können. Einer der ersten Lektionen, die wir zu Beginn dieser Corona-Zeit gelernt haben, ist: Hört den Experten zu und beherzigt ihre Ratschläge. Unsere gemeinsame Wissenschaftsreihe mit der Universität Duisburg-Essen ist eine sehr gute Gelegenheit, Experten genau zuzuhören, und das seit nunmehr 33 Jahren. Dass wir das diesmal im Videoformat tun, passt eben in die Zeit und in die Umstände. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei der Universität Duisburg-Essen, namentlich bei Ihrem Rektor, Herrn Professor Radke. Herr Radke, seien Sie herzlich gegrüßt. Und natürlich bedanke ich mich auch bei Frau Dr. Sabine Zix und bei Professor Holger Vogt, die das Konzept dieser Universitätswochen erarbeitet und die Referentin für uns alle gewonnen haben. Und ich wünsche Ihnen nun im Namen der Sparkasse Niederrhein einen ganz, ganz spannenden Vortrag. Bleiben Sie gesund und hoffentlich im nächsten Jahr wieder in unserer Sparkasse am Niederrhein. Ihr Giovanni Malaponti. Sehr geehrter Malaponti, sehr geehrter Herr Professor Vogt, sehr geehrte Professorin Enkel, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist mir eine große Freude, Sie auch im Namen der Universität Duisburg-Essen zu den diesjährigen Universitätswochen Mörs begrüßen zu dürfen. Bedingt durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr ausschließlich leider auf digitalen Wege. Dessen ungeachtet steht die aktuelle Ausgabe der Universitätswochen wieder ganz im Zeichen eines sehr interessanten Themas. Heute nämlich Mobilität der Zukunft. Frau Professorin Ellen Enkel, seit diesem Jahr Inhaberin des Lehrstuhls für allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Mobilität an der Universität Duisburg-Essen, bietet uns in ihrem Vortrag Einblicke in diese spannende Thematik. Für mich als Rektor einer Universität mit 3 Campi, situiert in einer der größten Metropolregionen Europas und vielfältig vernetzt mit unseren Partneruniversitäten in Bochum und Dortmund, sind Mobilität und eine Verbesserung der Verkehrsverbindung an der Ruhr natürlich Herzensangelegenheit. Vor diesem Hintergrund freue ich mich sehr auf und über den Vortrag von Frau Professorin Enkel. Ich selbst möchte die Gelegenheit gerne nutzen, um Ihnen in gebotener Kürze, wie gehabt, aktuelle Entwicklungen an der UDE kurz vorzustellen. Mit ihren fast 43.000 Studierenden sind wir weiterhin eine der 10 größten Universitäten Deutschlands mit fast 20% ausländischen Studierenden und über 50% Bildungsaufsteigerinnen und Bildungsaufsteigern. 50% sind fast weiblich unserer Universität. Die größten Fakultäten sind die Ingenieurwissenschaften in Duisburg und die Geisteswissenschaften auf dem Campus in Essen. Corona hat auch uns getroffen. Wie Sie sich vorstellen können, hat die Pandemie das universitäre Leben beträchtlich durcheinandergewirbelt. In kürzester Zeit mussten wir ein vornehmlich digitales Sommersemester 2020 auf die Beine stellen und haben dies, so viel kann man jetzt schon sagen, dank des großartigen Einsatzes aller Beteiligten mit Erfolg bestritten. Auch im anstehenden Wintersemester werden die Lehrveranstaltungen an der UDE überwiegend in Distanz stattfinden. Eine solche Beschränkung ist vor allem notwendig, da nur ein kleiner Teil der Seminarräume und Hörsäle zur Durchführung von Lehrveranstaltungen unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln nutzbar ist. Hierbei sind auch die Wege auf dem Campus und die Aufenthaltsflächen vor den Räumen zu berücksichtigen. In Präsenz durchgeführt werden primär Veranstaltungen für unsere Studierenden im ersten und zweiten Semester und auch Veranstaltungen mit fachlich begründeten Präsenz- und Raumerfordernissen, zum Beispiel Praktika in der Chemie oder Veranstaltungen in der Biologie oder in der Medizin natürlich.
Auch wenn wir also weiterhin nicht zur universitären Normalität übergehen können, wie wir sie vor der Pandemie kannten, so bin ich mir trotzdem sicher, dass wir mit vereinten Kräften auch das Wintersemester 2020/2021 zu einem erfolgreichen Semester machen werden. Insbesondere natürlich für unsere Studierenden. Gemeinsam werden wir die Erfolgsgeschichte unserer noch sehr jungen Universität fortschreiben können. Erfolg misst man an Rankings heute. Und man kann es zum Beispiel im Young University Ranking, der Times Higher Education Ranking-Ergebnisse sehen. Hier erreicht die UDE weltweit einen hervorragenden 16. Platz unter den Universitäten, die noch keine 50 Jahre alt sind. Das sind viele hundert auf der ganzen Welt. Und deutschlandweit ist keine andere junge Universität besser platziert als wir. Ausgezeichnet werden in diesem Ranking die Universitäten, die sich in kurzer Zeit sehr erfolgreich entwickelt haben und als Rising Stars beschrieben werden. Ein wichtiger Indikator für wissenschaftlichen Erfolg und Produktivität ist der sogenannte Zitationsindex. Und Times Higher Education misst den. Da werden Millionen von Publikationen weltweit ausgewertet, wie oft wir gelesen und zitiert werden von anderen Wissenschaftlern. Und hier liegt die UDE bundesweit auf dem sechsten Platz unter allen Deutschen. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein sehr guter Wert. Und das heißt auch im direkten Vergleich mit den alteingesessenen Universitäten sind unsere Leistungen unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Ehren wert. Ich berichte auch immer kurz über die Forschung, einen Forschungsergebnisse unserer Universität. Das ist fast nicht möglich. Jeden Tag bin ich auch immer sehr überrascht, was ich an neuen Forschungsergebnissen unserer Universität in den Zeitungen lese. Aber unser Spektrum ist einfach extrem breit und umfasst die 5 interdisziplinären Profilschwerpunkte Nanowissenschaften, biomedizinische Wissenschaften, urbane Systeme und Wandel von Gegenwartsgesellschaften sowie seit letztem Jahr auch ganz neu die Wasserforschung, deren interdisziplinäre Arbeit durch wissenschaftliche Zentren jeweils vernetzt ist. Die beeindruckende Entwicklung der UDE lässt sich zum Beispiel auch an der Zahl der eingeworbenen Drittmittel ablesen. Beim größten Förderer der Wissenschaft in Deutschland, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, konnten wir zum Beispiel die Einwerbung innerhalb von 2016 bis 2019 von 34 Millionen auf über 53 Millionen Euro steigern. Überproportional auch im Vergleich zu anderen Universitäten. Die nationale wie auch internationale Vernetzung ist im Bereich der Wissenschaft unerlässlich. Hier sind wir zum Beispiel mit unseren Partneruniversitäten in Bochum und Dortmund im Rahmen der Universitätsallianz Ruhr hervorragend aufgestellt. Wir bemühen uns aktuell um eine Förderung im Rahmen der von Ministerpräsident Laschet initiierten Ruhrkonferenz, mit deren Hilfe die Allianz künftig noch enger und noch produktiver zusammenarbeiten möchte. In dieser Konferenz werden Mittel für neue Forschungszentren ausgeschrieben und es wird zurzeit gerade begutachtet und wir machen uns gute Hoffnungen, dass wir da erfolgreich sein werden. Auch ein anderer Punkt, eine andere Kooperation möchte ich hier kurz erwähnen, zwar nicht mit den Ruhrgebietsuniversitäten, aber mit der Universität Köln. Hier ist es uns vor 2 Wochen gelungen, erfolgreich das Nationale Zentrum für Tumorforschung einzuwerben. Davon gibt es bundesweit nur 6 Zentren und im Bereich der Tumorforschung, der Krebsforschung werden wir jetzt dauerhaft einer der, vielleicht der falsche Begriff, Hotspots im Augenblick sein, aber Krebsforschung ist einer unserer ganz großen Schwerpunkte und jetzt auch wissenschaftlich durch ein Begutachtungsverfahren als exzellent eingestuft worden. Auch international sind wir sehr gut vernetzt. Zu nennen ist hier unter anderem das internationale Hochschulnetzwerk Aurora, in dem wir seit seiner Gründung in 2016 mitwirken. Mit diesem Verbund forschungsstarker Universitäten aus ganz Europa haben wir uns erst kürzlich erfolgreich in der Ausschreibung der Europäischen Union als europäische Universität durchsetzen können. Ein ganz großer Erfolg für das noch ganz junge Netzwerk. Auch den Bereich Transfer möchte ich ansprechen. Das ist ein weiterer Kernbereich geworden unseres akademischen Handelns, nämlich, dass die Universität dazu beiträgt, wissenschaftlichen Fortschritt zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen innovativ und auch verantwortungsvoll zu nutzen. Dies betrifft eine ganze Reihe von Aktivitäten an unserer Universität, von Industriekooperation, Patententwicklung und Ausgründung bis hin zu öffentlichen Veranstaltungen und Beratungsangeboten für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Besonders hervorheben möchte ich aktuell unser Gründungszentrum GUIDE,
Gründungen und Innopreneurship Duisburg-Essen, das Akronym dafür, das seit seiner Etablierung im vergangenen Jahr alle Kompetenzen und Aufgabenbereiche der Unterstützung bei Unternehmensgründungen bündelt. Mit dieser Struktur verbinden wir das Ziel und den Willen, als Universität noch stärker in die Gesellschaft hineinzuwirken und Unternehmensgründungen bestmöglich zu unterstützen. Dies, wie gesagt, kann nur ein ganz kleiner Einblick in die Aktivitäten unserer Universität sein und muss hier ausreichen. Schließlich möchte ich mit einem ganz herzlichen Dank an die Sparkasse Niederrhein und insbesondere hier Herrn Malaponti für unsere langjährige Kooperation in diesem traditions- und erfolgreichen Format und natürlich auch allen Organisatorinnen und Organisatoren des digitalen Events danken. Ich übergebe jetzt gerne nun an Frau Kollegin Enkel und ihren Vortrag zur Mobilität der Zukunft. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Mein Name ist Ellen Enkel. Ich bin Professorin an der Universität Duisburg-Essen und habe hier den Lehrstuhl für allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Mobilität. Und ich freue mich ganz besonders, Ihnen heute einen ganz kleinen Einblick in meine Forschungsarbeiten, aber auch die Forschungsarbeiten am Motion-Institut, das ich Ihnen ganz zum Schluss vorstellen werde, mitteilen zu dürfen. Es geht im Wesentlichen darum, wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Worauf können Sie sich freuen oder einstellen? Was sind vielleicht auch die Herausforderungen, aber auch die Chancen, die wir in der Wirtschaft sehen, aber auch natürlich in der Politik und Gesellschaft? Lassen Sie mich ganz kurz sagen, worum es im Vortrag im Wesentlichen geht. Ich werde versuchen, das Thema Mobilität eben nicht mal nur einseitig von einer Kundenperspektive oder von einer Wirtschaftsperspektive zu betrachten. Nämlich für Sie werde ich das Problem oder die Herausforderung der Mobilität der Zukunft von mehreren Perspektiven betrachten. Also, wir werden uns die Technologien und die technologischen Herausforderungen anschauen. Wir werden uns mit den Trends beschäftigen. Wir werden uns mit Käuferverhalten, Nutzerverhalten auseinandersetzen, aber natürlich auch mit dem Ökosystem, mit der Umwelt, aber auch mit den wirtschaftlichen Gegebenheiten. Als Wissenschaftler und als Professor lehren wir an der Universität natürlich stark theoriebasiert, aber praxisorientiert. Und das versuche ich in meinem Vortrag für Sie natürlich genauso zu machen. Sie werden also jetzt im Überblick die wichtigsten Management-Theorien kennenlernen. Ich versuche sie, so gut es geht, zu erklären und direkt auf die Mobilitätsindustrien, auf die Herausforderungen der Mobilität zu übertragen. Ich habe Ihnen dazu eine Zeitleiste vorbereitet. Die Zeitleiste fängt schon relativ früh an, nämlich in den 80er Jahren und geht bis zu unserem heutigen Datum. Die Folie wird sich also stückchenweise füllen. Ich versuche Ihnen an dieser Folie zu erklären, wie Unternehmen Erfolg definieren, was wir in der Theorie, in der Wissenschaft eigentlich als die Erfolgsfaktoren angesehen haben. Und versuche auch gleichzeitig Ihnen darzustellen, was eigentlich der heutige Stand in den Mobilitätsunternehmen ist, in der Mobilitätsindustrie ist. Fangen wir einmal bei den 80er Jahren an. In den 80er Jahren hat Porter, von dem Sie vielleicht schon gehört haben, mit seinem Konzept der Five Forces, der fünf Treiber, den Unternehmenserfolg definiert, indem er gesagt hat, ein Unternehmen muss genau die richtige Lücke finden, wo es sich positionieren kann, um besonders erfolgreich zu sein. Lücke bedeutet, fünf wichtige Einflussfaktoren müssen dabei berücksichtigt sein. Natürlich im Wesentlichen gibt es eventuell in diesem Bereich, den ich als Unternehmen abdecken möchte, schon Wettbewerber. Bin ich also ein Mobilitätsunternehmen und möchte beispielsweise mich um den Gütertransport kümmern, dann muss ich jetzt schauen, welche Wettbewerber haben ähnliche Konzepte oder die gleichen Konzepte und sind Wettbewerber in meinem Gebiet. Natürlich muss ich mir überlegen, wie differenziere ich mich von diesen Wettbewerbern? Was kann ich zum Beispiel besonders gut und was können diese Wettbewerber nicht so besonders gut? Aber selbstverständlich sehen wir auch, dass der Kunde eine Entscheidung trifft. Der Kunde mit seinem Kaufverhalten bestimmt, ob er lieber mein Angebot an Produkten und Dienstleistungen kaufen möchte oder das Angebot der Wettbewerber. Wenn ich also moderner aufgestellt bin, die Kundenbedürfnisse besser befriedigen kann, erkennen und dann befriedigen kann als mein Wettbewerber, indem ich ihm zum Beispiel
anbiete, Autos nicht nur zu kaufen, sondern diese zu mieten oder ganz kurzfristig mit einem, sagen wir mal, Auto-Abo zur Verfügung zu stellen und der Kunde will genau das, dann bin ich erfolgreicher als mein Wettbewerber, der diese Autos vielleicht herstellt und nur verkauft. Ein weiterer wesentlicher Treiber in Porter's Five Forces sind die Substitute oder Alternativen. Vielleicht muss der Kunde gar nicht von mir ein Auto mieten oder leasen. Er könnte genauso gut beispielsweise auf ein gekauftes Auto zurückgreifen. Er könnte mit dem Bus fahren, also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Oder er könnte mit dem Zug fahren, mit dem Fahrrad, mit dem E-Scooter etc. Das sind alles Substitute. Und selbstverständlich ist es wichtig, dass ich auch betrachte, welche Alternativen stehen eigentlich dem Käufer zur Verfügung und wie attraktiv ist mein Angebot gegenüber den Alternativen, die der Käufer eventuell zu teureren oder günstigeren Preisen hat. Neben diesen drei Quellen gibt es natürlich noch einen vierten Treiber, nämlich die gesamte Zuliefererindustrie. Ganz wichtig ist also auch, ob ich entsprechende Zulieferer finde, die mir helfen, mein Angebot wettbewerbsfähig aufzustellen, sodass ich Produkte und Dienstleistungen zu einem attraktiven Preis an den Kunden weitergeben kann. Zulieferer können heute natürlich überwiegend aus der eigenen Industrie kommen, morgen werden sie aber aus ganz vielen unterschiedlichen Industrien kommen. Nehmen wir das Beispiel, was ich eben genannt habe, ein Mobilitätsunternehmen, das beispielsweise nicht Autos herstellt, aber diese Autos mit unterschiedlichen Vermietungskonzepten an den Kunden bringt, dann würde meine Zuliefererindustrie zum Beispiel aus Automobilherstellern bestehen, bei denen ich die Fahrzeuge beziehe, als ein Beispiel. Genauso gut könnten aber hier auch E-Scooter, E-Bikes mit dazugehören, weil ich meinem Kunden zum Beispiel nicht nur Autos anbiete, sondern für ganz kurze Strecken oder wenn es draußen sonnig ist, auch halt eben andere Mikromobilitätsmöglichkeiten, die von anderen Anbietern kommen. Selbstverständlich könnten solche Zulieferer aber auch Dienstleister sein, die mir zum Beispiel günstiges Parken in den Städten ermöglichen oder die mir Bedienoberflächen gestalten, die es ermöglichen, dass ich meine Fahrzeuge in der Stadt schneller finde, dass sie vielleicht über ihr Handy schneller buchen können oder eine bessere Abrechnung haben. Neben diesen Zulieferern ist die letzte Quelle, der Treiber, die Porter halt eben sieht, die zukünftigen Wettbewerber. Also, wer könnte zukünftig in diesen Markt eintreten und wie würde sein Wertschöpfungsangebot aussehen, gegen das ich mich jetzt schon eventuell wappnen kann? Gibt es vielleicht einen der großen Hersteller, die bereits am Markt etabliert sind und die mir meine mühsam erarbeitete Lücke im Markt wieder wegnehmen könnten? Wenn ja, dann muss ich jetzt schon darüber nachdenken, was denn der zum Beispiel Automobilhersteller als Angebot aufsetzen könnte. Vielleicht gibt es da schon erste Zeichen, die ich interpretieren kann, damit ich auch gegen diese zukünftigen Wettbewerber, gegen diese New Entrants, wie Porter sie nennt, gewappnet bin. Wie gesagt, hat Porter in den 80er Jahren dieses Modell entwickelt. Ich habe Ihnen das ein kleines bisschen übersetzt, denn bei Porter war dieses Modell ein reines Industriemodell. Das bedeutet, Konkurrenz zu Mobilitätskonzepten und Angeboten kann automatisch in den 80ern nur von der Mobilitätsindustrie kommen. Also niemand anders würde Autos bauen, wenn er denn nicht ein Automobilhersteller wäre. Wir gehen nachher ja noch auf das Jahr 2000 und die vielen Veränderungen, die die Digitalisierung hervorgerufen hat, ein. Aber ich verrate Ihnen jetzt schon, so ist es heute nicht mehr. Heute müssen wir eine Positionierung am Markt natürlich vor allen Dingen auch bezogen auf die anderen Industrien sehen. Denn heute kommen von rechts und von links, von ganz anderen Industrien, neue Technologien und neue Anbieter, die uns Konkurrenz machen können. Gehen wir einen Schritt weiter. In den 90er Jahren haben Unternehmen, aber auch Wissenschaftler entdeckt, dass nur eine Positionierung auf der Basis des vorhandenen Marktes nicht das alleinige Erfolgskriterium ist, um Unternehmen erfolgreich zu machen.
wenn ich zwei Unternehmen miteinander vergleiche, die die gleiche Positionierung am Markt haben, also das Gleiche machen wollen, sagen wir mal eine BMW und eine Mercedes, dann müssen die nicht unbedingt gleich erfolgreich sein, obwohl ihre Positionierung sehr ähnlich ist, obwohl sie beispielsweise mit sehr ähnlichen Zulieferern zusammenarbeiten, ähnliche Kundengruppen haben, ähnliche Alternativen als Konkurrenten sehen, natürlich im gleichen Wettbewerbsumfeld spielen und natürlich sich auch gegen zukünftige Wettbewerber wappnen müssen. Und trotzdem sind die Unternehmen nicht gleich erfolgreich. Also muss es noch einen anderen Grund für Erfolg geben. Und den haben unterschiedliche Forscher in den 90er Jahren entdeckt. Nämlich die ressourcenbasierte Sicht oder Theorie des Unternehmens. Und die basiert darauf, dass innerhalb der Unternehmen irgendetwas passieren muss, was das eine Unternehmen erfolgreicher macht als das andere Unternehmen. Ganz einfach gesprochen, nicht jede Firma ist gleich erfolgreich, nur weil sie dieselben oder ähnliche Produkte und Dienstleistungen erbringt, aber die Firma, die erfolgreich gemanagt wird, wird erfolgreicher sein. Und gemanagt bedeutet in diesem Fall, dass das Unternehmen aus einem Zusammenschluss unterschiedlicher Ressourcen besteht. Diese Ressourcen können beispielsweise sein Mitarbeiter mit deren Kompetenzen, spezifischen Kompetenzen. Das können aber auch, wenn wir jetzt mal im Bereich des Einkaufs sind oder des Verkaufs sind, dann Premiumlagen in der Hauptstraße. Das können aber auch als Ressourcen sein technologische Patente, die man hält, die einen vor der Imitation dieser Technologie gegenüber der Wettbewerber schützt. Das können aber auch sein, dass man beispielsweise ein bestimmtes Prinzip, einen bestimmten Prozess hat, der so gut ist, dass der Wettbewerber einem nicht das Wasser reichen kann. Die ressourcenbasierte Sicht sagt also, dass das Unternehmen erfolgreich ist, nicht nur indem es sich nach außen positioniert, sondern indem es seine Ressourcen, die es zur Verfügung hat, besonders effektiv und effizient durch Prozesse managt. In den 90er Jahren sind deswegen sehr viele ressourcenbasierte Prozesse aufgetreten, also Quality Management, Human Resource Management, also die Personalentwicklung, Wissensmanagement, Weiterbildungssysteme, all das kommt eigentlich aus den 90er Jahren. Warum? Weil man erkannt hat, dass wenn man den Mitarbeitern genau sagt, was sie zu tun haben und sie dafür auch qualifiziert, also in einem Prozessschritt die Verantwortung gibt, dass dann diese Mitarbeiter viel effizienter und effektiver sind, als wenn jeder Mitarbeiter alles kann. Also hohe Spezialisierung, Orientierung in kleinen Prozessschritten war das Mantra in den 90er Jahren. In dieser Zeit sind ganz viele große Forschungs- und Entwicklungszentren entstanden, auch in der Automobilindustrie und in anderen Mobilitätsindustrien. Das bedeutet, man hat versucht, die Menschen, die Mitarbeiter mit den gleichen Qualifikationen oder ähnlichen Kompetenzen zusammenzufügen, damit sie sich gegenseitig besser befruchten können, zum Beispiel an einem Standort zusammenzufassen. In dieser ressourcenbasierten Sicht ist der Prozess quasi und das Management des Prozesses am wichtigsten. Also, ich sammle beispielsweise Trenddaten oder Marktdaten, schaue mir an, was die Konkurrenz macht. Und dann entscheidet das Management, in welchem Bereich meiner Ausrichtung meine zukünftigen Produkte und Dienstleistungen gelegen sein sollten. Dann gebe ich an mein Innovationsmanagement den Auftrag weiter, entwickelt mal Ideen. Ideen für neue Mobilitätskonzepte, für neue Antriebskonzepte oder gar für neue Technologien. Und das wird dann an die verschiedenen Abteilungen weitergegeben, hoffentlich in der Entwicklung, Vorentwicklung und dann in der Serienproduktion, was dann zu hoffentlich ganz tollen neuen Mobilitätsprodukten und Mobilitätsdienstleistungen führt, die dann im besten Fall natürlich dem Unternehmen Geld bringen. Je effizienter ich mit meinen Ressourcen umgehe und sie in diesen Prozess hineinbringe, orientiere, je besser die ausgebildet sind, genau für ihren Prozessschritt,
umso mehr Geld kann ich damit verdienen. Wenn ich also Kosten reduziere und dafür halt eben hochspezialisiere. Das hat natürlich einige Nachteile. Und diese Nachteile sind auch in den letzten 10 Jahren, also von den 90ern, wo das Konzept entwickelt ist, bis zum Jahr 2000 sehr stark transparent geworden. Wenn ich also hier hochspezialisiere, dann ist es sehr schwierig für diese Mitarbeiter, in andere Bereiche, die vielleicht jetzt aktuell und modern werden, umzusteigen. Wir sprechen ja gerade als wichtiges Thema von der Transformation von Automobilunternehmen. Und warum das so schwierig ist, das liegt genau hieran. Die haben also über 30 Jahre sehr stark in die Ausgestaltung ihrer Prozesse investiert, hochspezialisierte Mitarbeiter, die genau für diesen Prozessschritt exzellent sind, aber man braucht diesen Prozess jetzt gar nicht mehr. Also beispielsweise braucht es hier den hochspezialisierten Maschinenbauer gar nicht mehr, weil ich in meiner Produktion auf Automatisierung setze, also Roboter einsetze. Gehen wir einen Schritt weiter. Um das Jahr 2000 hat sich ganz, ganz viel Neues getan. Es gab ganz viele Einflüsse, die auf einmal um das Jahr 2000, also ungefähr von 1995 bis 2005 auf uns eingedrungen sind. Lassen Sie mich ein paar dieser Einflüsse nennen. Einmal hat man festgestellt, dass Kunden nicht mehr das kaufen, was die großen Unternehmen den Kunden vorschreiben zu kaufen. Plötzlich ist die Welt globaler geworden. Der Kunde war nicht mehr gezwungen, beim Supermarkt um die Ecke die Sachen zu kaufen, die es um die Ecke nur gab, sondern wusste, dass es in der nächsten Stadt ein breiteres Sortiment gibt. Oder, und hier ein wichtiger Player, der heute zu den erfolgreichsten Unternehmen weltweit gehört, oder konnte sich das Ganze beispielsweise bei Amazon bestellen. Also es gab auf einmal die Möglichkeit, über das Internet zum einen Informationen zu bekommen, was ich woanders bekomme und was vielleicht mehr meinen Bedürfnissen entspricht. Zum anderen hatte ich auf einmal auch die Möglichkeit, auf sichere und günstige Art und Weise mir das Ganze von woanders zu bestellen. Nach Hause, ach, noch viel komfortabler. Ich muss gar nicht mehr um die Ecke gehen. Das war eine ganz wichtige Entwicklung. Wir sehen also, dass zu dem Zeitpunkt das Internet auch in den privaten Haushalten angekommen ist, mit allen Vor- und Nachteilen, die das für die Kunden hatte. Plötzlich wurden Kernkompetenzen, also Kompetenzen, die die Unternehmen in ihren Prozessen ausgearbeitet haben, die sie differenziert haben von anderen Unternehmen, die Wettbewerbsvorteile der Unternehmen waren, eventuell gar nicht mehr wichtig. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, ein sehr bekanntes Beispiel. Während wir in den 90er Jahren bei Kodak noch wahnsinnig hohe Verkäufe sehen. Kodak war der Weltmarktführer in der analogen Fotografie, dessen Kernkompetenz genau in der Technologie für die analoge Fotografie bestand, im präzisen Abbilden von Fotos auf Filmrollen und dann natürlich auch in der Entwicklung dieser Fotos. Damit haben die ihr Geld gemacht. Wurde das Bedürfnis für analoge Fotos um das Jahr 2000 dramatisch geringer. Warum? Weil eine andere Entwicklung auf den Markt gekommen ist, nämlich die Entwicklung der Smartphones. Auf einmal haben wir zuerst mit Mobiltelefonen, aber später mit Smartphones Fotos gemacht. Und sehr komfortabel konnten wir diese Fotos anschauen, direkt nachdem wir sie gemacht haben, auf dem Smartphone-Display. Und dann, wenn wir sie nicht mochten, löschen und ein neues machen. Es gab also gar keine Notwendigkeit mehr, eine richtige Kamera zu besitzen, die dann auf Filmrollen diese Fotos gebannt hat. Und dann erst hinterher, wenn die Fotos entwickelt worden sind und gerade das Foto ausdrucken war der teure Prozess, erst hinterher dann zu sehen, ob das jetzt ein schönes Foto war oder nicht. Und eventuell sogar frustriert zu sein, von den 36 Bildern, die man gemacht hat, waren vielleicht 5 gute dabei. Man hat aber alle bezahlen müssen. Und man kann die Situation auch nicht wiederholen, man kann nicht wieder in den Urlaub fahren oder die Kinder halt eben so lachen lassen, wie es in dieser Situation halt eben war. Das Smartphone, die digitale Fotografie, hat uns hier einiges geholfen,
nämlich sie gibt uns die Möglichkeit, on demand, also sofort, etwas anzuschauen, etwas zu löschen, etwas weiterzuschicken elektronisch. Denken Sie mal um das Jahr 2000 sind die sozialen Netzwerke entwickelt worden. Eine Facebook etc. kommt aus dem Jahr 2000, da sind diese Netzwerke geboren worden. Und mit diesen Netzwerken ein Bedürfnis, über Fotos, über Bilder unser Leben zu kommunizieren. Noch ein wichtiger Trend, den Kodak so eigentlich nicht im Auge hatte, weil die Entwicklung von sozialen Netzwerken und die Kommunikation und Vernetzung von Nutzern und die Kommunikation über Bilder war natürlich außerhalb der Kameraindustrie. Noch ein weiteres Element war wichtig. Auf einmal war die Kernkompetenz von Kodak, die analoge Fotografie, etwas, wo sie Weltmarktführer waren, hier nicht mehr gebraucht. David Teese, der Leiter der Haas School an der Universität Berkeley, hat das in einer Theorie zusammengefasst. Und diese Theorie von David Teese heißt Dynamic Capabilities oder dynamische Fähigkeiten. Und sie besagt, dass wenn ein Unternehmen nicht konstant seine Umfeld beobachtet, scannt, monitort und Veränderungen dieser Umwelt wahrnimmt und darauf adäquat reagiert, indem beispielsweise alte Prozesse gestoppt werden und dafür neue Prozesse, die dann zu neuen Produkten und Dienstleistungen führen, integriert werden, dann ist das Unternehmen nicht überlebensfähig. Während man vor dem Jahr 2000 dachte, die größten Unternehmen werden immer erfolgreich sein und werden überleben, hat man im Jahr 2000, um das Jahr 2000 gelernt, dass Darwin recht hatte, nämlich das am besten angepasste, das fitteste Unternehmen wird überleben. Und dabei spielt es keine Rolle, ob das schon ein großes Unternehmen ist oder ein kleines Start-up-Unternehmen. Viele der erfolgreichsten Unternehmen, die wir heute haben, sind erst um die 2000er Jahre geboren worden. Schauen Sie sich beispielsweise Amazon an, von dem Versandhändler, von dem ich eben schon gesprochen habe. Genauso gut Facebook, genauso gut Google etc. All diese Unternehmen sind also in dieser neuen Logik geboren, dass ich mich konstant umschauen muss, und dass meine Konkurrenz eben nicht unbedingt aus der eigenen Industrie kommt, also Unternehmen sind, die ich seit Jahren kenne, deren Verhalten ich kenne und beurteilen kann, sondern aus ganz anderen Bereichen auf einmal kommen kann. Und dass gerade die Unternehmen, die um die 2000er-Wende geboren worden sind, sich auch keiner Industrielogik mehr zuordnen können. Die haben vielleicht als plattformbasiertes Unternehmen in der IT angefangen, oder Amazon als Buchhändler und haben sich von da aus durch alle möglichen Märkte gearbeitet, bis sie heute halt eben viele verschiedene Dinge können. Die haben also verstanden, ähnlich wie Google, dass man eigentlich nicht innerhalb seiner Industrie bleiben muss, sondern sehr wohl die eigenen Kompetenzen, wenn sie denn gut sind, auch an ganz vielen Märkten und anderen Industrien anpassen kann. Sie wissen, dass auch Google mit den Autos, mit der Automobilindustrie geliebäugelt hat, aber aus einem ganz anderen Grund. Google wollte die selbstfahrenden Autos mit weiterentwickeln, um zu zeigen, dass sie durchaus kompetent sind als Zulieferer. Und ganz ehrlich, Google ist wirklich kein Automobilzulieferer, aber die sind sehr gut in der Datenverarbeitung. Und warum haben die das gemacht? Nicht, weil sie irgendwann mal Autos bauen wollen, sondern weil die gerne wissen wollen, was ihr Kunde, der eben jetzt gerade nicht am Computer sitzt und die Google-Programme verwendet, gerade keine E-Mails mit Gmail schreibt, gerade keine Suche durchführt durch die Google-Suche oder Ähnliches, was der macht, wenn er im Auto sitzt. Da man hoffentlich nicht gerade an seinem Smartphone irgendwelche Prozesse durchführt, sondern konzentriert fährt, sich mit dem Autoverkehr auseinandersetzt, sich von A nach B bewegt, wollte Google auch diesen Teilbereich, diesen Lebensabschnitt, den ich hier verbringe, elektronisch oder digital festhalten. Wollte also wissen, von wo nach wo bewegt sich denn eigentlich mein Kunde, siehe Google Maps,
Und kann ich ihn dabei irgendwie unterstützen, sodass ich noch mehr über meinen Kunden erfahre, noch mehr von ihm weiß? Wir haben also mit den dynamischen Fähigkeiten ein ganz neues Konzept, wie Erfolg von Unternehmen bedingt wird, ganz stark beeinflusst durch das Lernen, das wir um die 2000er-Wende gemacht haben. Nämlich, dass wenn wir nur auf unsere Industrie gucken, wir eigentlich zu nahe sind, wir eigentlich das ganze Bild, die vielen Perspektiven, was uns erfolgreich macht, nicht erfassen können. Die Konkurrenz in den Mobilitätsunternehmen wird also eben nicht unbedingt aus den Automotive-Herstellern bestehen, sondern vielleicht von einem Start-up, das aus der IT kommt oder einem etablierten Unternehmen wie Amazon, das aus der IT kommt oder Nvidia. Es wird vielleicht eine Konkurrenz sein, die überhaupt nichts mit den Technologien, die wir im Fahrzeug verwenden, die wir im E-Roller verwenden etc. zu tun hat, sondern vielleicht auf Dienstleistungen spezialisiert sein, auf Parkplatzsuche spezialisiert sein und dadurch erfolgreich sein. Wie auch immer, gehen wir einen Schritt weiter. Wir haben ganz viele politische und gesellschaftliche Herausforderungen, aber auch Treiber, die die neuen Mobilitätskonzepte mit beeinflussen. Und zwar nicht nur aus anderen Industrien, sondern natürlich auch, die hier für uns gesellschaftlich immer wichtiger werden. Schauen wir uns einige dieser Entwicklungen an. Beispielsweise sind in den letzten Jahren die Bürger immer wieder auf die Straße gegangen, um den Autoverkehr in den Städten zurückzudrängen und den Bürgern, aber auch Grünflächen in den Städten etwas mehr Raum zu geben, eine höhere Lebensqualität dadurch zu erzeugen. Wir haben aber auch das Phänomen, dass wir nicht nur in Corona-Zeiten das Sozial-, Familien- und Freizeitleben immer stärker an Orten haben, die längere Wegstrecken erfordern. Wir sind nicht nur auf unser Dorf, auf unsere Stadt fokussiert, sondern sind auch gerne bereit, etwas weiter wegzufahren in Naherholungsgebiete oder halt eben längere Strecken zu pendeln, um zu unserem Arbeitsplatz zu gelangen. Selbstverständlich, nicht erst durch Fridays for Future, wollen wir etwas für unser Klima tun. Wir wollen also gerne Energieerzeugung, aber auch Energieverbrauch klimaneutral gestalten. Aber auch haben wir veränderte Bewegungsmuster. Wir sind also insgesamt mobiler unterwegs, ort- und zeitunabhängiger unterwegs, haben aber auch Geschäfte des täglichen Bedarfs nicht mehr in den Zentren der Städte, sondern oftmals an Orten, an denen wir pendeln, beispielsweise Bahnhöfen oder Plätzen. Das sind alles politische und gesellschaftliche Einflüsse oder Trends, auch Wegbereiter für Trends. Daneben gibt es natürlich noch die technologischen Trends. Also auch die Technologie entwickelt sich weiter. Gerade an der Universität Duisburg-Essen sind wir sehr stark als größte ingenieurswissenschaftliche Fakultät Deutschlands in der Entwicklung dieser neuen Zukunftstechnologien. Ob das jetzt das autonome Fahren umfasst oder ob das halt eben die Vernetzung von unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern, von Autos untereinander oder der Kommunikation von Fahrzeugen mit ihrer Umgebung darstellt. Die mobile Datenübermittlung, Sie haben von 5G schon gehört, der Breitbandausbau ist besonders wichtig, um diese Kommunikation zu gewährleisten. Aber natürlich auch und ebenfalls hier in Duisburg-Essen angesiedelt, die Entwicklung in der Batterietechnik oder in der Brennstoffzellentechnik. Sie wissen, dass die Bundesregierung im jüngsten Konjunkturprogramm gerade die Förderung von der Entwicklung im Bereich grünem Wasserstoff besonders ausgebaut hat. Und natürlich das Oberthema, das uns bereits seit 20 Jahren beschäftigt, die Digitalisierung. Industrie 4.0, also die Vernetzung innerhalb des Unternehmens in beispielsweise den Produktionsanlagen, aber natürlich auch die Vernetzung zu Hause. Diese verschiedenen Trends sind für uns wichtig, um ins nächste Jahrzehnt zu springen. Falls es Ihnen aufgefallen ist, ich bin so dreist und springe mal 20 Jahre in die Zukunft vom Jahr 2000. Das, was uns heute nämlich beschäftigt, sind diese Themen hier.
Wir beschäftigen uns also mit der Vernetzung von Kompetenzen. Erinnern Sie sich, ich habe gesagt, ein Unternehmen besteht eigentlich aus den Ressourcen, die miteinander verbunden sind in Prozessen. Die werden also durch Prozesse vernetzt. Die Zukunft sieht etwas anders aus. Die Zukunft besteht nämlich darin, dass wir nicht diese alte Prozesslogik haben, weil ein einzelnes Unternehmen gar nicht mehr alle Kompetenzen haben kann, die wir für moderne Produkte im Mobilitätsbereich oder gar Dienstleistungen benötigen, sondern wir haben Einflussfaktoren, die ich eben kurz erwähnt hatte, die dazu führen, dass das Unternehmen mit anderen Unternehmen, mit beispielsweise Start-ups, mit Verbraucherverbänden, mit Städten gemeinsam neue Konzepte entwickeln muss, neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln muss, die unserem modernen Mobilitätsverhalten entsprechen. Also nicht nur ein Unternehmen oder eine Organisation hat dafür alle notwendigen Kompetenzen, sondern es braucht vielmehr die Kompetenzen und Ressourcen von ganz vielen unterschiedlichen Organisationen und Institutionen. Eine enge Zusammenarbeit mit der Universität ist natürlich selbstverständlich in diesem Konzept. Gehen wir einen Schritt weiter. Nochmal die wichtigsten vier Trends, die sich für die Mobilität der Zukunft herauskristallisieren. Die wichtigsten vier Trends aus meiner Perspektive sind natürlich das autonome Fahren, das uns als Zukunftstechnologie hoffentlich auch innerhalb von Deutschland als führenden Standort für die Entwicklung des autonomen Fahrens nach vorne bringen wird. Warum ist das autonome Fahren wichtig? 90% aller Verkehrsunfälle sind aufgrund von menschlichen Fehlern entstanden. Wenn wir also die Anzahl der menschlichen Fehler reduzieren können, bedeutet das gleichzeitig für uns auch, dass wir die Anzahl der Verkehrstoten und Verkehrsunfälle reduzieren können. Das autonome Fahren ermöglicht aber noch viel mehr, nämlich Herausforderungen, die wir heute haben, gerade in Innenstädten zu bekämpfen. Ein autonom fahrendes Fahrzeug benötigt nicht mehr unbedingt einen Parkplatz. Das kann ich nämlich, wenn es mich abgesetzt hat, nach Hause schicken oder zu einem Park-and-Ride-Parkplatz außerhalb der Stadt schicken. Wir hoffen, dass durch solche Fahrzeugkonzepte der Verkehr in den Innenstädten um mindestens ein Drittel reduziert werden kann, also auch bezogen auf die Parkplätze, das Zurückdrängen des Autos aus der Stadt und damit mehr Möglichkeiten für Fußgänger oder andere Teilnehmer. Natürlich schließen moderne Mobilitätskonzepte auch den öffentlichen Nahverkehr mit ein. Im öffentlichen Nahverkehr sehen wir ebenfalls viele unterschiedliche Entwicklungen, beispielsweise, um hier vorne einmal anzuknüpfen, autonome Shuttlebusse. Also kleinere Busse, die beispielsweise auch on demand, also per Knopfdruck, wenn 5 Gäste, 5 Kunden an einer Haltestelle warten, dann kommt schon der Shuttlebus und fährt dann diese Gäste, die Kunden dorthin, wo er benötigt wird. Und weil ich dazu keinen Fahrer mehr benötige, weil es ein autonom fahrender Kleinbus ist, habe ich hier viel mehr Flexibilität und gleichzeitig natürlich Reduzierung der Kosten, weil ich hier keinen Personalbedarf in dem Sinne mehr habe. Auch hier gibt es ganz viele Erprobungsbereiche, in denen autonom fahrende Züge und Busse bereits getestet werden, aber natürlich auch noch andere Konzepte, wie zum Beispiel Kleinstbusse oder halt eben andere Transportmöglichkeiten. Ich habe eben schon ganz kurz von den großen Plattformunternehmen, die das Jahr 2000 revolutioniert haben, also Google, Apple, Facebook etc. gesprochen. Und Plattformökonomie als Begriff haben Sie wahrscheinlich schon einmal gehört. Wir vermuten, dass die Zukunft in der Mobilität ganz stark halt eben von Plattform getrieben werden wird. Also der Kunde, der im Internet auf seinem Smartphone beispielsweise Mitglied in einer Plattform ist, genauso wie Sie bereits Mitglied vielleicht von Facebook sind oder in anderen Plattformen, von Amazon etc. Mitglied sind und dass Sie dort, sagen wir mal durch eine Flatrate, einen Monatsbeitrag, das Mobilitätsangebot nutzen können, das diese Plattform zur Verfügung stellt. Per Knopfdruck. Heute habe ich Homeoffice, heute brauche ich vielleicht nur einen Roller, um mal ganz kurz frische Brötchen beim Bäcker zu holen.
Oder ich brauche für morgens ein Auto, um meine Kinder zur Schule zu bringen. Oder ich buche mir für morgen ein Fahrzeug, das mir den ganzen Tag zur Verfügung steht, weil ich unterschiedliche Wegstrecken zurücklegen muss. Oder ich buche gleich den Parkplatz mit, weil ich nämlich weiß durch meinen Kalender, wo ich wann genau sein werde. Aber natürlich ist das Thema Klimaneutralität für uns ebenfalls ein sehr wichtiges, auch ein wichtiges Forschungsthema am Institut für Ingenieurswissenschaften. Nämlich, wir versuchen hier an der Batterietechnik der Zukunft zu arbeiten, aber natürlich auch an Wasserstoff. Dem Wasserstoff selber wird sehr viel Zukunft zugesprochen, und zwar deswegen, weil ich Batterien von E-Autos natürlich noch aufladen muss. Und dieses Aufladen braucht sehr viel Zeit, und wir müssen dafür eine ausgebaute Ladeinfrastruktur in Deutschland haben. In den Innenstädten ist das meistens schon da. Auf dem Land ist das noch sehr unterirdisch entwickelt, um es einmal nett zu sagen. Auch hier versucht die Bundesregierung natürlich durch Förderung ganz stark diese Infrastruktur weiter auszubauen. Die Zukunft könnte aber sein, dass ich ein Brennstoffzellenfahrzeug habe und dass ich an der Tankstelle einfach Wasserstoff tanke. Genauso wie mein Auto heute Diesel oder Benzin tankt, geht das genauso schnell und ich kann trotzdem umweltneutral mich damit fortbewegen und habe auch natürlich die entsprechende Reichweite, die ich bei herkömmlichen Antrieben, konventionellen Antrieben, also Dieselmotoren oder Benzinmotoren hätte. Im Moment ist es jedoch schwierig, diesen Wasserstoff auch mit Energiequellen herzustellen, die wir als grün bezeichnen würden, also durch Windenergie, durch Wasserenergie, durch Sonnenenergie, also durch Solaranlagen herzustellen. Und genau da müssen wir natürlich weiter forschen und weiter ausbauen. Insgesamt ergeben sich dadurch ganz viele unterschiedliche, aufregende Mobilitätskonzepte der Zukunft. Auf einige bin ich schon eingegangen. Schauen Sie sich mal an, die Drohnentaxis. Früher habe ich immer gedacht, was für ein Blödsinn. Ich kann mir gar nicht vorstellen, mit so einer kleinen Drohne irgendwie unten dran zu hängen und transportiert zu werden. Bereits in Los Angeles, Dubai und anderen Millionenstädten werden diese Drohnentaxis erprobt, getestet. Und sie sind wie kleine Mini-Hubschrauber, können also oben auf dem Wolkenkratzer landen und können einem dann einen kurzen Hopser zum nächsten Wolkenkratzer ermöglichen. Was natürlich gerade in diesen Millionenstädten mit extrem viel Verkehr sehr sinnvoll ist, weil die Luftwege über den Städten eben noch nicht besonders stark ausgelastet sind. Oder schauen Sie sich einmal hier Ride-Hailing an, auch etwas ganz Neues. Bereits ein Drittel aller Amerikaner sind schon einmal mitgefahren, haben also Mitfahrservices genutzt. Oder natürlich Carsharing. Während 2018 hatten wir ungefähr 36.000 Kunden beim Carsharing. Heute sind es Millionen von Kunden, die Carsharing betreiben, weil sie eben nicht mehr mit ihrem Auto in die Innenstädte fahren wollen, sondern das Auto, was dort bereits steht, was vielleicht sogar bessere Parkmöglichkeiten hat, nutzen wollen, um an Ecken zu kommen, die sie mit dem öffentlichen Nahverkehr nicht so gut erreichen können. Und natürlich ärgern wir uns alle über die wild abgestellten E-Scooter und andere Roller oder E-Bikes etc. Auch hier wird es in der Zukunft natürlich bessere Konzepte geben, mehr Konzepte geben, um uns auch die letzte Meile, also beispielsweise von der Haltestelle vom Bus oder vom Bahnhof aus nach Hause zu transportieren. All das ist die Zukunft, auf die wir uns freuen können, die aber natürlich wieder ihre eigenen Herausforderungen hat, der wir uns stellen können. Und wie stellen wir uns diesen Herausforderungen? Hoffentlich gemeinsam. Wir haben uns im Motion Institut, der Begriff kommt aus dem Zusammenschluss der Worte Transformation und Mobility. Im Motion Institut haben sich ganz viele Lehrstühle der Universität Duisburg-Essen zusammengeschlossen, um gemeinsam Forschung für die Mobilität der Zukunft zu betreiben.
Und zwar nicht nur aus der Perspektive einzelner Technologien, wie beispielsweise Batteriesysteme oder Energiespeicher oder neue Antriebskonzepte in der E-Mobilität, sondern auch aus dem Managementbereich, nämlich wie sich diese Konzepte international positionieren lassen, wie die Strategien von Unternehmen sich ändern müssen oder mein Lehrstuhl für Mobilität, wie zukünftige digitale Geschäftsmodelle in der Mobilität aussehen könnten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Einblick über unsere Arbeit, über unsere Forschung vermitteln und würde mich freuen, wenn Sie auch in Zukunft den Kontakt zur Universität Duisburg-Essen, aber vielleicht auch zu mir oder dem Motion Institute da suchen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.